Sanus Planet Community. Heute sind wir schon wieder, ich glaube, beim 18. Sanus Planet Podcast. Also mega cool. Wir haben schon viele tolle Gäste dabei gehabt. Und ich freue mich immer wieder, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns doch ein Like und teilt es mit euren Freunden, weil es geht wirklich um ganz viele tolle, mega Informationen. Teilt es mit den Leuten, damit sie wissen, was ist denn da alles dahinter. Und heute habe ich eine richtig coole, einen coolen Gast, eine coole Gästin, kann man das sagen? Die liebe Doris Müller aus der Schweiz. Hey Doris! Hallo, liebe Maggie! Hallo Doris! Es ist mir eine Freude und eine Ehre, hier zu sein. Danke! Dankeschön, es ist mir eine Ehre, dass du dabei bist und dass du zugesagt hast zu diesem Podcast. Die Doris, also für euch alle, damit ihr wisst, wer die Doris überhaupt genau ist, die Doris ist ein Peacemaker, eine Peacemakerin. Sie ist ECAM-Koordinatorin für den deutschsprachigen Raum. Doris, ich glaube, viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was ECAM bedeutet. Was heißt ECAM-Koordinatorin für den deutschsprachigen Raum? Was machst du genau? Was ist das? Erzähl mal kurz ein bisschen. Ja, ECAM ist für uns hier noch ein fremdes Wort. ECAM ist ein Movement, eine Bewegung. ECAM bedeutet auch, ist ein Sanskrit-Wort, bedeutet Oneness, auf Deutsch Einssein. Also ECAM bedeutet, ich bin eins mit dir, du bist eins mit mir, wir sind eins. Und das ist ein Zustand, ein Gefühl, was man nicht mit dem Kopf machen kann. Und das ECAM habe ich auf meinem persönlichen Weg kennengelernt. Und da hat sich das alles so entwickelt. Und als ECAM-Koordinatorin, weil ECAM ist ein Gebäude, ist ein Feld, ist ein Kraftort. ECAM ist ein Meditationszentrum, wo wir hingehen können. Und ich gehe da schon seit über zehn Jahren hin, um innere Freiheit zu bekommen. Innere Freiheit, inneren Frieden, weil ich einfach so viel im Außen gesucht habe. Und irgendwie geht es mal eine Weile gut, aber dann ist der alte Stress wieder da oder immer dieselben Gefühle wieder da. Und das hat mich dann so zu einer Suchenden werden lassen. Und so bin ich in ECAM gelandet. Mega cool, mega cool. Du sagst gerade etwas, das mir auch ganz stark am Herzen liegt. Ich war ja auch 28 Jahre lang immer im Außen. Ich habe versucht, im Außen irgendwie mein Glück zu finden, zu schauen, was andere tun und ein bisschen so Follower-ähnlich und anderen nach und habe aber nicht darüber nachgedacht, was wirklich in mir drinnen für Werte schlummern und bin den Werten von anderen nach. Das waren dann nicht meine Werte. Wie war denn das für dich so? Hast du auch so ein Gefühl, ein bisschen, dass du früher eher, bevor du mit ECAM gearbeitet hast, dass du wirklich so eher, dass du gar nicht mal so richtig gesucht hast danach, wer du wirklich bist, was du wirklich möchtest? Ja, also ich habe 30 Jahre lang ein relativ oberflächliches Leben geführt. Es war alles im Außen orientiert. Ich war viel unterwegs, selten Zeit für mich. Und ich habe mich gar überhaupt nicht gekannt. Und dann hat mich, als ich 30 war, eine schwere Krankheit habe ich bekommen und das hat mir dann die Augen geöffnet. Ich habe gedacht, mein Gott, was mache ich denn da? Was läuft denn da? Komisch oder falsch oder wie auch immer. Und das war so für mich der Kick oder der Auslöser zu sehen, irgendetwas in meinem Leben geht nicht richtig. Und so bin ich dann in den Weg nach innen gegangen, weil es ja von innen kommt, wenn etwas so einem passiert. Und das waren die ersten Schritte, die ich dann gemacht habe. Und wie du sagst, war ich dann natürlich, habe ich diesen zugehört, das gemacht und habe nachgesprochen. Und irgendwie habe ich gemeint, das ist nicht meines, es ist noch immer nicht meine Erfahrung. Und ich habe dann auch gedacht, ich bin jetzt, weiß ich was, ich habe schon so viel gelesen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ja, denkt ihr. Den Gedanken hatte ich so oft in meinem Leben. Ich weiß schon, wovon ihr redet. Ich weiß was, ich weiß das. Und ich habe dann erst seit einem Jahr eigentlich so richtig gemerkt, wie wenig ich eigentlich weiß. Ja, also ich glaube, wenn wir anfangen, Dinge zu spüren, also sie wirklich zu fühlen, dann beginnen wir, die Dinge wirklich zu verstehen, oder? Davor habe ich eigentlich gar nichts gewusst. Und jetzt fange ich an, so langsam Dinge ein bisschen zu fühlen und so kennenzulernen. Das ist spannend. Eigentlich ist es, ja. Also ich weiß, dass ich nichts weiß, stimmt eigentlich schon ziemlich genau. Gell? Ja, total. Also ich habe wirklich gemerkt, dass es die eigene Erfahrung braucht. Es ist das eigene, das du so erleben musst. Du bekommst zwar Weisheiten und die dir helfen, das mit Verstand zu verstehen und dass es dann in deine Erfahrung geht,
Aber ohne deine eigene Erfahrung ist es einfach nichts. Es ist nicht deine Wahrheit. Und das ist ein großes Thema, wo Ekam mir extrem geholfen hat, dass ich in meine eigenen Erfahrungen gekommen bin. Ich habe nicht mehr nur von Büchern gelesen und es im Wissen, ein Wissen im Kopf bedeutet nicht, es im Leben umzusetzen. Dazu brauchst du eine Erfahrung. Und das ist das, was ich in Ekam einfach gefunden habe. Ich bin das erste Mal nach Ekam gereist in 2008 und ich habe gedacht, ich komme nach Hause. Und durch Ekam mit all diesen Energien, diese speziellen Energien, da das sind so goldene Spiralenergien wie im Himalaya. Also das ist ganz besondere Energie und die hilft uns auch. Wo bist du genau hin? Wo bist du da hin? Weil die meisten werden wahrscheinlich nicht wissen, wo ist das jetzt? Wenn du sagst, du bist nach Ekam gefahren, wo genau? Ja, siehst du, das ist so klar für mich, gell? Ja, Ekam ist in Südindien, da fliege ich nach Chennai. Und fahre dann noch circa 3 Stunden mit dem Auto und komme dann nach Ekam. Und dort hat, das ist eine Akademie, Rondo-Akademie, Ekam. Und das ist, da hat es dann Campus, wo ich übernachten kann und täglich Unterricht. Und Ekam ist dann eben so wie das Tempelgebäude, es sieht aus wie ein Tempelgebäude. Es ist ganz speziell nach allen Prinzipien gemacht und es ist so, es zieht die Sonnenenergien an. Also, und das, deshalb hilft es wirklich, die Menschen zu transformieren. Die Vision von Ekam ist, das Bewusstsein der Menschen zu transformieren, weil wir innerlich Konflikt haben, innerlich Krieg haben und so schaffen wir im Außen nicht das, was wir möchten, Frieden oder Freiheit oder was auch immer. Und Ekam ist eben in Südindien und da werde ich natürlich auch viel gefragt wegen meinem Fußabdruck. Da muss ich sagen, ja, mein Fußabdruck ist, was das Fliegen anbelangt, natürlich etwas größer, aber durch das, dass ich innerlich so viel freier bin, löse ich hier viel, viel weniger aus in anderen Menschen. Ich habe gelernt zu beobachten, was löse ich in anderen Menschen aus, anders zu sprechen, mich mit den Menschen beziehen. Ich bin wirklich vom, sagen wir mal, nichts wahrnehmen, was vielleicht etwas Energetisches zu tun hat oder fühlt sich das gut an, von ziemlich viel wahrnehmen, auch den anderen mal spüren können. Das ist ein Riesenweg, ist ein Studium, Praktikum, ja, genau. Ja, das glaube ich. Das ist eigentlich, glaube ich, auch unsere, sorry, das ist mein Hund im Hintergrund. Wenn mal alle meinen Hund hören, der sieht wahrscheinlich gerade einen Schmetterling oder so. Ich glaube, das ist für uns alle eigentlich eine Lebenserfahrung, die wir lebenslang mitnehmen und es ist eine lebenslange Reise. Also im Grunde lernen wir ja nie aus. Ne? Wir lernen ja nie aus. Wir haben ja immer was dazu zu lernen und wir haben ja immer neue Dinge zu erfahren und die wir dann wieder transformieren und nutzen können. Und es ist wirklich spannend. Ich glaube, das ist wirklich wie, also es fühlt sich für mich so an wie eine Lebensweisheit, die mir Stück für Stück zukommt. Und ich habe dich zum Beispiel, also wir haben uns ja kennengelernt durch Sanus Live. Deswegen ja, genau. Sanus Planet Community, so lernen sich ja auch nette Leute kennen. Gell? Wir haben uns kennengelernt durch Sanus Live. Warum, was du machst, du hast, was hat dich an Sanus Live genau interessiert? Oder warum bist du Kundin von Sanus Live? Ja, mich hat das Wasser schon immer sehr interessiert. Ich habe von zu Hause aus auch ein Gesundheitsbewusstsein vor allem durch meine Mutter bekommen, die arbeitet schon über 15 Jahren an ihrer Vision. Vielleicht sage ich da noch 2, 3 Worte später. Und also sie hat schon früh begonnen, biologisch zu gärtnern, also für uns das Gemüse. Also da habe ich viel mitbekommen, was Gesundheit angeht. Und die Übersäuerung war für mich auch so ein Thema. Und so bin ich zum basischen Wasser und zu Sanus Live gestoßen. Und deshalb habe ich dich kennengelernt. Unter anderem auch viele andere tolle Menschen, die da dabei sind. Und wir haben uns da ja kennengelernt. Genau. Ja, mega cool. Und ich finde auch, sorry, mein Hund, was sieht er da gerade? Ich bin gerade im Wald, für alle, die diesen Podcast gerade hören und nicht sehen. Ich sitze gerade im Wald. Und ich habe den Boomer, meinen Hund, heute mitgenommen, weil ich ihn nicht zu Hause lassen konnte. Allein deswegen ist er im Hintergrund wahrscheinlich ein bisschen präsent heute. Auf jeden Fall, ich finde es so schön, dass wir uns da kennengelernt haben, weil auch dadurch habe ich Ekam kennenlernen dürfen. Und ich kenne das erst seit ungefähr 3, 4 Wochen. Ich wusste gar nichts von Ekam davor. Du hast mir das dann erzählt und hast mich dann eingeladen, einen Peace Launch zu halten. Kannst du mir ein bisschen erzählen, warum? Also du hast mich eingeladen, einen Peace Launch zu halten, aber Peace Launch ist nicht das gleiche wie das Friedensfestival.
ECAM hat ja ein Friedensfestival. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Was ist genau? Ja, gerne. Also ECAM hat verschiedene Festivals und das, darunter ist eines das Friedensfestival. Und das Weltfriedensfestival hat jetzt zum 4. Mal stattgefunden und seit letztes Jahr für alle online. Vorher ist man physisch zusammengekommen an einem bestimmten Ort und hat da teilgenommen. Es ist so aufgebaut, dass es so viel, es hat zwei Phasen, dass die erste Phase ist, wo du selber, oder nein, ich muss anders vielleicht sagen, das Peace Festival, das ECAM Weltfriedensfestival ist ganz besonders, weil es nicht eine Aktivität ist, wo ich auf die Straße gehe, wütend bin, weil etwas nicht funktioniert oder weil ich protestiere und oder was ich auch immer tue. Es geht darum, wie ist dein innerer Zustand? Und das ist das Spezielle. Ich meine, grundsätzlich mit ECAM, diese Arbeit geht um die innere Arbeit, um den inneren schönen Zustand zu halten. Die innere Welt, deine innere Welt, wir sind immer nach außen orientiert. Hier geht es nach innen und es geht darum, hinzuschauen beim Peace Festival. Wo stehen wir wirklich? Was ist mit der Welt? Da ist viel Gewalt gegenüber Frauen und Kindern. Da ist extrem viel Gewalt gegenüber den Tieren. Wir sind unachtsam, wir sind respektlos, wir sind als Menschen, nehmen wir so viel Raum an. Da muss ich dir ja sicher nichts erzählen. Da hast du so viel schon gesehen. Aber es geht darum, dass wir das anschauen und wenn ich das nur anschaue, dann kann ich sehr wütend werden und frustriert und ich beschuldige dann andere, die das tun. Und dann bin ich genauso, ich stärke dann nicht die Friedensenergie, sondern ich gehe in die Wut und ich verbreite Wut und Frustration und kann bis zu Hass gehen, wie die Leute umgehen, auch wenn es um Religionen geht etc. Das Thema geht in alles hinein. Und da schauen wir eben hin beim Weltfriedensfestival und dann, was ist wirklich Sache, was ist los auf dieser Welt und dann, was macht es mit mir, was habe ich jetzt für einen Zustand deswegen? Und dann geht es darum, dass ich, da mache ich vielleicht eine Meditation oder eben man macht so einen meditativen Prozess, wie man sagt, weil man schaut hin und fühlt, was man, dass man eine Aggression hat oder wird überhaupt bewusst, ich bin jetzt wütend oder was auch immer da ist. Und dann diese Emotion in Frieden zu bringen, also dass ich selber im Inneren einen schönen inneren Zustand habe. Und was bedeutet das, ein schöner innerer Zustand? Das ist ein Zustand von Frieden, es ist ein Zustand von Dankbarkeit, es ist ein Zustand von Glück, von Zufriedenheit, Ruhe, Stille, das oder eben Freude, das sind die schönen inneren Zustände. Und wenn ich so einen Zustand habe, dann ströme ich etwas ganz anderes aus. Also dann das merkst du, wenn du mit negativen Leuten zusammen bist, du fühlst dich dann auch unwohl, wenn du mit Leuten zusammen bist, die bei sich sind, die sich wohlfühlen, die Freude verbreiten, dann geht es dir ja auch besser. Also das passiert, indem wir uns durch Meditation und einen Prozess in einen inneren schönen Zustand bringen. Und da hilft uns energetisch auch ECAM mit diesen Energien, die ECAM generiert, eben wie im Himalaya. Das sind diese starken Energien, die genau bei dem helfen. Und dann geben wir den Frieden, dann senden wir den Frieden nämlich, weil wir ihn selber erfahren, in unsere Familien, in unsere direkte Umgebung und in die ganze Welt. Und so können wir kollektiv, wenn das ganz viele miteinander machen, können wir kollektiv etwas bewirken. Und wir haben jetzt dieses Jahr 30 Millionen Menschen gehabt, die mitgemacht haben. Wir müssen da aber schon klar sehen, das ist hauptsächlich in Indien, diese Indien ist so groß und Indien bringt dann eben diese Zahlen bei uns. In unseren Ländern darf das noch wachsen, dass wir da viel mehr zusammenkommen. Und da ist es auch das Ziel, dass wir wirklich so verschiedenste Organisationen, es arbeiten ja ganz viele verschiedene an demselben Thema. Wir wollen alle Frieden und Harmonie und Freude auf dieser Welt haben und zwar für alle Lebewesen. Und da ist einfach der Sinn, dass wir an diesen drei Tagen ganz viele verschiedene Leute zusammenkommen und vielleicht auch uns gegenseitig vorstellen. So haben wir eben auch unseren Peace Launch gemacht, Maggie, wo du deine Arbeit vorgestellt hast und deine Friedensarbeit uns gezeigt hast, damit wir einfach drei Tage so viele Menschen wie möglich zusammenkommen und dann geht jeder wieder seinen Weg, aber immer wieder mal so zusammenkommen. Das ist extrem wichtig, weil da sehr viel passieren kann.
Und das haben wir gemacht im Make-up-Friedens-Festival. Wir haben 14 Tage vorab uns selbst vorbereitet, jeden Tag 30 Minuten, um unser eigenes Friedensbewusstsein zu stärken, damit wir diesen inneren Zustand haben. Weil Frieden ist nicht eine Abwesenheit von Krieg oder Frieden ist nicht Abwesenheit von einem Konflikt oder es ist auch nicht, weil du im Kopf ruhig bist. Frieden ist viel mehr. Frieden ist ein Zustand im Herzen. Und es bedeutet, ich habe lange nicht verstanden, was das bedeutet, weil ich gedacht habe, ja, im Herzen ist eh alles gut. Nee, ist es nicht, weil im Herzen tragen wir also unsere Verletzungen und all diese Emotionen, die angestaut sind. Und da können wir nicht Frieden haben, wenn das nicht hier drin, dieser Zustand sitzt. Und das ist dann eigentlich das, wenn wir alle diesen Zustand haben und den ausstrahlen, dann passiert etwas auf dieser Erde. Total. Also ich finde es so schön, ich muss nur zwischendurch mal stumm schalten, weil der Bummer fällt man. Ich finde es so schön, auch was zum Beispiel die Gründer von EKAM als Aussage machen. Eine der wichtigsten Aussagen für mich auch, was mich sofort so richtig im Herzen berührt hat, ist, es gibt entweder Frieden für alle Lebewesen oder es gibt Frieden für kein Lebewesen. Und das spüre ich so stark, seit 8 Jahren schon, habe es aber noch nie so ausgedrückt. Und ich finde es wunderschön, diese Aussage. Und ich glaube auch, also in letzter Zeit habe ich auch sehr viel mit Meditationen gearbeitet und bin in Meditationen gegangen. Und weil du dich da so, so stark auskennst im Thema Meditation und auch gerade schon darüber ein bisschen gesprochen hast, was es genau bedeutet, kannst du uns vielleicht sogar einen kleinen Einblick in eine Meditation geben? Hast du Lust dazu? Oh ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben wirklich eine ganz tolle Meditation dazu. Ich möchte aber kurz vorher noch sagen, wegen dem Frieden, wie du das sagst, dass es so wichtig ist, diesen Frieden für alle Lebewesen, weil wir verursachen durch unser menschliches Verhalten, verursachen wir bei den Tieren so viel Stress und auch bei den Pflanzen, bei den Bäumen, wie wir umgehen damit. Das sind alles Lebewesen, alles, was wächst, lebt und empfindet auch Schmerz, wie wir selber und ich fühle einfach immer die Mutter Erde, wie wir sind alles Kinder von dieser Erde. Und zwar ganz realistisch gesehen, jeder Baum wächst aus der Erde, wir sind auch aus der Erde entstanden, wir ernähren uns von allem, was aus der Erde kommt. Und deshalb ist das so wichtig, dass wirklich alles in Frieden kommt. Und das waren dann eben auch diese drei Themen, dass wir, dem muss ich nochmal zurückkommen, dass wir für den Frieden, für die Heilung von der unsicheren Wirtschaftslage haben wir meditiert und am zweiten Tag für den Frieden, für die Heilung vom Getrenntsein. Das sind diese Zustände, gerade jetzt in dieser Krisensituation, da teilen wir uns wieder auf, die sind so, oder die Religionen, die sind so, und wir fühlen uns dann abgesondert und nicht vereint, aber wir sind alle verbunden. Und genau deshalb ist es wichtig, dass es nicht reicht, wenn nur ich und du Frieden haben oder besser du und ich, sondern wir alle müssen in Frieden sein und eben auch die Pflanzen und die Umwelt und die Tiere und alles. Und da kann uns selber immer wieder in diesen schönen inneren Zustand zu gehen. Und das muss ich jetzt auch noch vorab erwähnen. Meine Lehrer sind ja Shri Pitaji und Shri Krishnaji in EKAM. Und Shri Krishnaji hat uns wirklich gesagt, ganz klar, und das ist auch so, es gibt nur zwei innere Zustände. Du hast entweder einen schönen inneren Zustand oder einen leidenden inneren Zustand. Und Leiden ist jetzt nicht nur gemeint, wenn du tiefste Trauer erfährst oder so, sondern ein Unwohlsein ist ein Leidenszustand oder eine Unsicherheit zu spüren ist ein Leidenszustand. Wut, Angst, Frustration, all das sind so diese Zustände. Und wir sind im Moment als kollektive Menschheit so stark in diesen negativen Zuständen. Und wir können aber nur etwas bewirken, wenn wir in diesem schönen inneren Zustand sind. Und das ist Freude. Hast du schon mal Freude erlebt? Ich liebe diese Zustände, weil du bist dann, das Zustände heißt nicht, dass ich nicht klar bin oder irgendwie abgedriftet, weil bei Meditation denkt man manchmal, was auch immer. Im Gegenteil, du wirst so klar, dein Geist ist ganz klar, du bist präsent und du hast unglaublich Energie, wenn du in so einem Zustand bist. Also das kennst du sicher auch. Ja, total. Das total. Und das ist das Lustige, wenn man über Meditation spricht.
ich glaube, Menschen, die das nicht, noch nicht Meditation gemacht haben oder erlebt haben, wie ich früher auch nicht, ich hatte keine Ahnung, ich habe es immer als esoterisch angesehen und wow, jetzt werde ich mich da hinsetzen in eine Ecke und da einfach die Augen schließen und die ganze Zeit da rumdösen. Nein, es ist einfach Wahnsinn, was man da alles erreichen kann. Visualisierung, Meditieren, ich glaube, das wäre eigentlich eine Sache, die wir sogar in die Schulen bringen müssten. Ja. Also wirklich müssen. Jedes Kind sollte verstehen und erkennen dürfen, was das bedeuten kann und was das mit dir machen kann. Was du da alles machen kannst eigentlich. Wie groß, wie viel du selber da Schöpfer werden kannst. Und diese Technik, es gibt ja viele verschiedene Techniken, aber jeder kann für sich diese finden, die einem gut tut. Es gibt ja auch Gehmeditationen. Also man muss nicht in einer Ecke sitzen, man muss nicht in einem Raum sitzen, man kann in einem Wald draußen sitzen, man kann sich bewegen, man kann auch Rad fahren und währendher meditieren. Das gibt es auch. Also es gibt so viele Arten von Meditation. Ich finde das richtig spannend und ich muss echt sagen, seit ich mich da ein bisschen reingearbeitet habe und ich bin da keine Meisterin noch lange nicht, aber seit ich mich ein bisschen reingearbeitet habe, habe ich so viele Dinge erkennen dürfen. Das hat mich einfach nur weitergebracht. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir auch darüber sprechen und dass wir das weitergeben, was wir da spüren und was wir fühlen, wenn wir meditieren. Ich glaube, ich finde es voll schön. Ja, ist wirklich wichtig, weil ich bin jemand, der nur Dinge macht, die praktisch sind. Ich will die im Alltag anwenden können. Und Sri Pritaji und Krishnaji haben sehr viele Meditationen, die alles beinhalten. Also da wird auf den Atem geschaut, auf das Bewusstsein und auf den Mind. Mind im Sinne von Geist, Verstand, Emotionen, das hängt alles zusammen und das ist ganz wichtig. Und so können Sie in der Kürze, das sind uralte Bewusstseinstechniken, die da drin sind mit neuesten Forschungen vom Bewusstsein, Das kannst du mit ganz wenig und ganz schnell, also diese Übung, die wir nachher machen, geht 3 Minuten und das ist toll. Ich habe das, wenn ich im Büro arbeite, dann ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung auch, kann ich das kurz vor jedem Meeting mache ich das oder wenn mich gerade ein Arbeitskollege stresst, dann mache ich das schnell. Also das ist praktisch. Ja, es braucht nicht viel Zeit. Genau. Ja, das ist praktisch, ich brauche nicht viel Zeit und je nachdem kannst du mal kurz die Augen zutun oder du kannst das auch mit offenen Augen machen, aber das ist wirklich fantastisch und das ist einfach ein Anfang und wie du sagst, das sollte in die Schulen, es ist nachgewiesen, dass diejenigen, die in Schulen mit den Kindern meditieren, dass die ruhiger nach Hause gehen, die geben sogar, ich glaube Dänemark ist es, da geben sie den Kindern nicht mal mehr Hausaufgaben und die haben die besten Noten und die haben wirklich merkenswerte Verbesserungen und ja. Deshalb, wie du sagst, das sollte unbedingt, weil die Kinder haben so viel Stress, die tragen auch den Stress von den Eltern und alles mit. Ja, genau. Also so viele Pakete und Rucksäcke von anderen zu tragen, das geht einfach nicht auf Dauer. Und es ist kein Wunder, also ich werde hier jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber es ist für mich einfach ehrlich, es ist kein Wunder, dass es so viele Menschen mit Depressionen gibt. Wir erlauben uns ja gar nicht mehr, das Leben richtig wahrzunehmen, weil wir uns selbst in den Stress reinschmeißen von Tag zu Tag. Und mit Stress meine ich hier nicht positiven Stress, weil positiver Stress ist okay. Das darf manchmal sein. Ich merke manchmal, Stress brauche ich manchmal hin und wieder, dass ich so richtig dran bin, aber positiver Stress, der mich weiterbringt. Und nicht den negativen, so negative Gefühle von anderen. Und also das sind so viele Dinge. Und ich glaube, mit Meditation kann man ganz, ganz gut lernen, mit solchen Sachen umzugehen, mit Gefühlen umzugehen, über die in der Schule nicht gesprochen wird. Ich glaube, das Schulsystem ist allgemein für mich, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf, komplett veraltet. Also komplett, es muss total neu strukturiert werden. Weil es gibt auch so viele Dinge heutzutage, die es vor 50, vor 100 Jahren noch nicht gab, mit denen wir aber klarkommen müssen irgendwie. Und es ist einfach zu viel Druck. Und ich glaube, es braucht neue Tools dafür, damit wir nicht alles so extrem ernst nehmen und so schwer in unseren Rucksack reinpacken und den dann mitnehmen auf die Reise und dann die ganze Zeit so schwer schleppen. Und dann wundern wir uns, wenn wir Kreuzschmerzen kriegen. Das ist zwar ein bisschen metapherähnlich, aber es ist die Sprache der Seele. Ja? Das kommt nach außen. Es ist einfach so. Alles, was wir uns aufladen, das zeigt sich irgendwann in uns, in unserem Körper. Und es ist also wirklich, ich glaube, es ist kein Wunder, dass es so viele Krankheiten gibt, dass es so viele Menschen gibt mit Depressionen und mit ganz vielen anderen Krankheiten. Und ja, ich glaube, Meditation ist eines der Tools, die uns da wirklich stark helfen können. Und ganz schnell, was ich sagen möchte, ist, ich interviewe ja eigentlich normalerweise ganz viele Organisationen oder Gründer von Organisationen für Sanus Planet, weil Sanus Planet geht ja hauptsächlich darum, dass wir Organisationen unterstützen finanziell.
Ich möchte ja zeigen, wen unterstützen wir, was ist alles dahinter. Aber ich finde es genauso wichtig, dass wir Menschen einladen wie dich, Menschen, die jetzt nicht eine Organisation sind in dem Sinne, sondern die ein richtig schönes Wissen weitergeben können, die auch Erfahrungen weitergeben können, aber auch einfach zu zeigen, hey, wir zwei, wir sind total, wir haben auch 30 oder 28 Jahre lang nicht dahinter geschaut. Und wir haben einen Wandel durchgemacht und sind wahrscheinlich auch noch lange nicht da, wo wir vielleicht hinwollen, lange noch nicht. Aber im Grunde ist ja eh der Weg das Ziel. Aber ich möchte sagen, dass es wichtig ist, dass wir ein bisschen mehr einander zuhören und einfach Wissen von Menschen aufnehmen, die Erfahrungen schon gemacht haben, die wir uns vielleicht für alle Menschen wünschen, dass sie sie machen dürfen. Und deswegen nehme ich auch Menschen auf wie dich in diesem Podcast, also nicht nur Organisationen und Gründer von Organisationen, die eben Wissen über Umweltschutz weitergeben, sondern Mindset und Persönlichkeitsentwicklung ist genauso ein Teil von Sanus Planet. Wir brauchen einen gesunden Planeten, es braucht ein gesundes Mindset, um diesen Planeten schaffen zu können oder erhalten zu können. Und das ist mir so, so wichtig. Deswegen, das wollte ich nur ganz kurz erklären. Ja, ja, das ist so, Menge, wirklich. Es ist ja nicht nur das Mindset, also es geht viel tiefer noch, dass wir das Leben selber, dass es unsere Wahrheit ist und im ganzen System und wie man es nennen soll, dass es integriert ist, dieser innere schöne Zustand, weil da ist so viel möglich. Und es ist auch wichtig, dass unsere Leaders, Unternehmens, also Firmenunternehmen und all diese, die sind zwar geschult, die Manager oder Unternehmen mit den Emotionen umzugehen, aber wenn du genauer hinschaust, die drücken die Emotionen einfach runter, haben sie im Griff, aber diese Emotionen, die arbeiten weiter im Unterbewusstsein und das führt dann irgendwann zu einer Explosion, ob es zu Hause ist oder ein Ausfall irgendwo in der Firma. Und vor allem das ganz Extreme ist, dass diese Menschen, die solche Entscheidungsträger sind für unsere Zukunft, dass die in ihrem Konfliktzustand Entscheidungen treffen. Also wenn ich in einem Konfliktzustand eine Entscheidung treffe, dann verbreite ich Konflikt weiter. Mhm. Das wäre so wichtig, dass die in einem schönen inneren Zustand sind und dieser schöne innere Zustand ist eben dann in einer Ruhe, in einem stillen Mut eine Entscheidung treffen und nicht vor einem angstgetriebenen Zustand etwas entscheide oder irgendwie. Also das gibt so eine breite Palette, es ist überall wirklich einiges zu tun, aber ich rege wirklich dich zu Hause, wo du vielleicht an diesen Podcast zuschaust, du kannst im Kleinen etwas tun, denn jede Welle, ein Fluss ist aus vielen Wassertropfen und der Fluss existiert gar nicht, es sind Wassertropfen, die zusammen sind und so können wir Menschen eben auch etwas bewirken. Und ich möchte jetzt da noch zwei, drei Sachen sagen, dass über eine Vision, dass, was mir wichtig ist, den Menschen mitzuteilen. Maggie, du hast deine Visionen, was du machen willst, es treibt dich voran, du bekommst die Kraft dadurch, die Ideen fließen und das Leben managt alles, damit es so kommt. Natürlich hast du auch Hindernisse, die wird es immer gehen, aber wie gehst du mit dem Hindernis um? Das ist die Frage. Und da kommt wieder der schöne innere Zustand ins Spiel. Mhm. Und eine Vision haben, braucht es nicht eine große Vision zu sein. Es reicht, wenn man eine kleine Vision hat, dass man jeden Tag gesund aufwacht, aber das muss man pflegen und nähren. Mhm. Und was ich in Ekam von Pridachi und Krishnachi gelernt habe, ist, dass es eine innere Vision gibt. Und das ist für mich war für mich total neu. Und ist für mich sehr essentiell, weil die innere Vision heißt, in welchem Zustand möchte ich sein, den Tag durch, in welchem inneren Zustand möchte ich zum Beispiel dieses Ziel erreichen, weil wir erreichen viele Ziele und können es nicht mal genießen und haben keine Freude, weil es einfach innen nicht diese Vision gibt. Ja. Und das ist mir noch ganz wichtig, auch für ältere Menschen. Meine Mutter ist 80 und sie hat ihre Vision mit ihren effektiven Mikroorganismen für die Natur seit über 15 Jahren und sie trägt noch 25 Kilo Säcke herum. Die hat so eine Energie durch die Vision. Also es ist, also ich achte und ehre meine Mutter von ganzem Herzen, weil sie ist für mich auch ein Vorbild. Mhm. Es gibt kein Alter, wo du nicht noch irgendetwas für dich machen kannst. Mhm. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was ich unbedingt noch sagen wollte. Mhm. Und dazu jetzt auch noch die Meditation noch machen mit euch. Ja, mega gerne. Also mega gerne. Dankeschön dafür. Und ich finde es auch so schön, dass wir erkennen dürfen oder dass wir auch lernen dürfen in jedem Tag,
dass es Konfliktmomente gibt. Ja, die gibt es immer. Die werden auch nicht auf einmal einfach zack weg sein. Die werden immer wieder kommen. Und wie du sagst, wie du so schön sagst, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Bleibe ich in diesem Loch drinnen oder gehe ich da wieder raus und mache was draus? Vielleicht kann dieses Loch sogar mir so viel lernen, so viel lehren, dass ich das für meine Zukunft nutzen kann. Und genau das ist, was ich auch immer weitergeben möchte, um zu sagen, ja, ich habe viele Dinge erlebt, ich kenne viele Menschen, die viele schlimme Dinge erlebt haben und ich kenne noch viele Menschen, die auch noch richtig tief in der Scheiße sitzen. Die Frage ist, bleibst du da drin oder entscheidest du dich, dein Leben in die Hand zu nehmen, da rauszugehen und da was zu machen, was draus zu machen, etwas zu verändern? Und genau das ist die wichtige Frage im Leben. Und es hat sicher nicht jeder Mensch die gleichen Mittel und die gleichen Möglichkeiten. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, dann glaube ich, ist es wirklich, wirklich wichtig, dass wir sie nutzen. Ja. Ja. Ich freue mich jetzt auf die Meditation. Ja. Mega schön. Ja, du hast noch gesagt, dass Leute vielfach nicht wissen, was oder wie man tun kann. Und das ist auch das, was wir als EKAM-Dachl-Team tun. Dachl steht für Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, die deutschsprachigen Länder. Weil so viele Sachen angeboten werden von EKAM, sind wir diejenigen, die das übersetzen hier, also im Team übersetzen und den Leuten anbieten. Es gibt so viele Meditationen im Internet, Videos, wie du mit Depression, was du machen kannst, um rauszukommen. Da kannst du ins Netz gehen und EKAM googeln und dann findest du ganz viele Sachen, die dich da unterstützen oder du findest sonst irgendetwas, aber tu etwas, weil ohne das Tun, auch wenn es im ersten Moment noch nicht so leicht fällt, aber immer wieder und das Bewusstwerden ist die einzige Lösung, die wir haben, für unseren Planeten zu retten. Wir brauchen eine Transformation im menschlichen Bewusstsein, im Innen. Ich muss realisieren, was ich tue, was meine Auswirkungen auf den anderen sind, wenn ich das mache, etc., etc. Und da gehen wir jetzt eben rein in diese Meditation, die heißt Serene Mind, das heißt ein gelassener Geist, ein gelassener Verstand. Und wenn du diese Serene Mind machst, die ist so ausgerichtet, dass sie den mit Atem, mit Beobachten und mit Visualisieren. Und man kann übrigens beim Meditieren nichts falsch machen. Alles ist genau, das ist auch ganz wichtig, dass viele Menschen glauben, ich kann das gar nicht. Ich habe früher auch geglaubt, ich kann gar nicht meditieren, ich weiß nicht, wie das geht. Man kann nichts falsch machen, das geht gar nicht. Nein, ja. Man kann nichts falsch machen, weil das, was du hast, ist nicht, ich bin anders und du bist anders, aber wir sind verbunden, aber wir sind anders. Das ist so, deshalb nehme ich es anders wahr. Und das Besondere daran ist, wenn du nicht visualisieren kannst, also dir bildlich etwas vorstellen, dann kannst du es entweder auch denken oder vielleicht kannst du es fühlen. Also es gibt diese verschiedenen Arten, weil sonst wirst du gestresst, weil wenn du keine Bilder siehst, wie willst du eine Banane sehen? Geht nicht. Ganz dann genau. Hast du wieder Stress. Also, ja, ja. Dann riechst du sie vielleicht oder so. Einfach, dass man das noch weiß, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und bei der Serene Mind geht es darum, dass wir uns besser kennenlernen. Was ist für eine Emotion da und welche Gedanken sind dazu? Und dann setzen wir so eine kleine Flamme hier in die Mitte, geistig oder fühlen sie oder denken sie uns, zwischen den Augenbrauen. Und diese Flamme ziehen wir dann in die Mitte vom Gehirn und halten diese Flamme einen Moment aufrecht in der Mitte des Gehirns. Dadurch werden eben die negativen Emotionen weniger, die negativen Gedanken werden weniger, weil von diesen 60.000 bis 80.000 Gedanken, die wir täglich haben, sind 80% alt. Und von diesen 80 alten Prozent sind 80% negativ. Und wir wollen jetzt etwas Positives machen. Wie geht das mit so viel Negativität? Genau, und ganz viele dieser Gedanken sind nicht mal unsere. Nein. Das auch noch dazu. Ja, das ist dann nochmal ein Thema. Ja. Genau, die kommen dann noch von außen irgendwo her, haben nichts mit uns zu tun, aber werden auf uns projiziert und wir nehmen sie auf. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir lernen, Dinge nicht aufzunehmen, die uns gar nicht gut tun und die wir gar nicht wollen und nicht von uns kommen und die vielleicht Inputs, ja, schön, aber wenn sie uns helfen und weiterbringen, aber nicht Dinge, die uns klein machen und die uns runterdrücken und die uns
Angst machen und keine Ahnung, was alles einreden. Also es ist schon spannend, wenn man in dieses Thema reingeht. Also da gibt es so viel, ich glaube, wir könnten tagelang sprechen. Ja, genau, du sagst es unendlich, unendlich. Ich könnte auch noch viel, also wir könnten wirklich, wie du sagst, stundenlang darüber diskutieren und sprechen. Total. Aber das Wichtige, wo du noch angesprochen hast, was von außen kommt, wenn du es eben annimmst zu dir, dann wird es zu deinem. Also das ist dann eben das andere. Und deshalb ist es wichtig, dass du da bei dir bist. Und diese Meditation hilft dir, in deiner Mitte zu sein. Also jeder Musiker, der ein Stück schreibt, ist voll bei sich. Wenn Roger Federer Tennis spielt und sein bestes Tennis liefert, dann ist er voll bei sich und angeschlossen. Also das geht nur so. Und auch du bringst dein Bestes und ganz easy und leicht, wenn du angeschlossen bist. Dann fließt es, dann bist du im Flow des Lebens. Mhm. Und da hilft dir diese Serie Mind, weil sie in der Amygdala, das ist ein Teil im Gehirn, das Flucht- und Kampfzentrum, das wird dann effektiv beruhigt und die negativen Emotionen werden weniger. Das ist also Wissenschaft, nicht irgendwelches, was auch immer. Das ist wissenschaftlich bewiesen, dass das so funktioniert. Mhm. Und deshalb lade ich jetzt dich und alle, die zuhören, ein, diese Meditation mit mir zu machen. Voll lieb, ich freue mich. Dankeschön. Ich schließe mal inzwischen meine Augen und ich glaube, jeder Mensch, der jetzt gerade zuhört, jeder Podcast-Gast, darf gerne die Augen schließen oder auch offen lassen. Es ist jedem selbst überlassen. Ja. Ja, genau. Was wichtig ist, ist auch die Körperhaltung, dass du möglichst gerade sitzt, aber dass es für dich bequem ist. Dann schließ die Augen, wenn es für dich sich gut anfühlt. Leg deine Hände Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel und versuche ganz still zu sitzen, ohne Bewegung. Und mache tiefe und bewusste Atemzüge. Versuche die Ausatmung länger zu machen als die Einatmung. Mach 3 so bewusste Atemzüge. Und jetzt geh mit deiner Aufmerksamkeit in deine innere Welt und beobachte, welche Emotion jetzt da ist. Ist Wut da? Ist deine Angst da? Oder machst du dir Sorgen? Ist eine Unruhe da? Oder fühlst du Frieden, Freude, Stille? Beobachte. Es ist wichtig, dass du erkennst, was du fühlst, was da ist, was in dir abgeht. Und jetzt beobachte deine Gedanken, in welche Richtung wandern sie? Wandern sie in die Vergangenheit? Sind es verstrickte Gedanken, die dich in die Vergangenheit führen? Oder projizierst du chaotische Zukunftsgedanken? Wandern deine Zukunft in die Zukunft? Vielleicht aufgrund von deinen Ängsten? Und es ist ganz wichtig, beobachte einfach, nicht verändern wollen.
Es geht darum, dass du dir bewusst wirst und nicht es verändern möchtest. Oder sind deine Gedanken ganz im Hier und Jetzt präsent? Und jetzt stell dir eine kleine Flamme zwischen deinen Augenbrauen vor und fühle oder sehe, wie sie sich in die Mitte von deinem Gehirn bewegt und dort brennt. Fokussiere dich auf die brennende Flamme. Und dann nimm einen tiefen Atemzug. Wenn du magst, setze ein Lächeln in dein Gesicht und öffne wieder deine Augen. Diese Meditation kannst du wirklich immer machen. Du kannst auch, wenn du in einem schönen, guten Zustand bist, diesen verstärken oder eben wenn du dich vor einem Meeting, damit du klaren Kopf hast, machst du diese Meditation. Und wenn du eine Notsituation hast, dann kannst du auch nur die kleine Flamme ganz schnell hier zwischen die Augenbrauen setzen und sie einfach da sehen oder fühlen oder denken. Das hilft auch. Das ist so wie ein Nottropfen, Notfalltropfen. Kannst du diese Flamme setzen. Und bitte versuchst einfach aus, dir hier zuhört. Es ist wie beim Marathonlaufen, es ist ein bisschen eine Übungssache. Bei mir springt die Flamme manchmal von alleine einfach hinein. Das ist dann lustig und verrückt. Ja, ich glaube, das ist eine Übungssache. Wenn du es öfters machst, dann passiert es automatisch fast schon. Gell? Ja, genau. Mal schön, liebe Doris. Dankeschön. Danke, danke. Ich habe ganz am Ende, als ich die Flamme spürte, habe ich gehört, dass ein Reh vorbeigelaufen ist. Ich sitze ja gerade im Wald und es ist gerade ein Reh oder ein größeres Tier, muss es gewesen sein, gerade vorbeigelaufen, dann hat der Puma wieder angefangen zu heulen hier, zu bellen. Da habe ich gemerkt, das ist aber spannend, wie weit man eigentlich auch mit der Meditation weg sein kann. Weil ich habe ganz kurze Zeit wirklich überhaupt nicht dran gedacht, wo ich gerade bin. Also das war, ja, ist spannend, was man da alles machen kann. Sehr spannend. Danke, liebe Doris. Hey, möchtest du gerne, also was ist denn eigentlich deine Hauptmessage, die du mit der Sanusbrenner Community teilen möchtest? Also deine wichtigste Aussage, die du jetzt noch, weil wir ja eh schon am Ende fast vom Podcast angekommen sind, die du gerne noch mit der Sanusbrenner Community teilen möchtest. Was möchtest du den Menschen heute hauptsächlich mitgeben? Also das Allerwichtigste und auch aus meiner Erfahrung, denn meine tiefste Erkenntnis ist, dass mein Glück hängt nicht von äußeren Zuständen ab. Das sind Vergnügen, die im Außen stattfinden. Aber das wirkliche Glück, mich glücklich zu fühlen, das hängt von meinem inneren schönen Zustand ab. Und was ich wirklich gerne dir mitgeben möchte, entweder machst du schon oder dann machst du noch weiter oder wenn du noch nicht, fang an, nach innen zu gehen. Vor vielen, vielen Jahren hat ein Mann zu mir gesagt, wenn du dein Inneres erkundest und nach deinem inneren Film anschaust, also was geht in dir ab, ist das spannender als jeder Actionfilm oder was auch immer. Ich habe gesagt, ja, sicher nicht. Aber heute muss ich sagen, es gibt nichts spannender als deine eigene innere Welt, dich selber zu entdecken, deine Wahrheit zu sehen, die dich in die Freiheit führt. Und auch deinen inneren Frieden gegenüber dir selbst, also wir sind so in Konflikt mit uns selbst, das sind alles die Geschenke, die auf dich warten, wenn du anfängst, einfach ein bisschen mehr nach innen zu schauen, was hat mein Leben, mein innerer Zustand mit meinem Leben zu tun. Das ist das, was ich in die Welt tragen möchte, weil es hat mich beeinflusst, mich verändert, mich ganz anderen inneren Dialog ist entstanden, mehr positiv, mehr Kraft, mehr Energie, unglaublich viel Energie setzt das frei, aber eben auch meine Familie, also mit meinen Eltern, die Beziehung, die hat sich total verändert.
ja, es verändert sich wirklich ganz viel in deinem Leben. Du wirst es sehen. Mhm. Wenn du es schon machst, weißt du es. Also mach weiter. Wir brauchen jeden Einzelnen. Und wenn nicht, probier es einfach aus. Du kannst nichts falsch machen. Genau, und hab Spaß dabei, weil es ist wirklich spannend. Es ist wirklich spannend. Und gibt es auch die Möglichkeit für alle, die gerade zuhören, auch, wie können sie denn bei ECAM dabei sein oder mitmachen oder einfach im Internet wahrscheinlich unter ECAM sich informieren? Nächstes Jahr wird wahrscheinlich wieder das Weltfriedensfestival stattfinden, das ist ja jedes Jahr. Ja. Aber es ist ja nicht nur das Weltfriedensfestival, das an einem bestimmten Wochenende im Jahr stattfindet, sondern es geht ja das ganze Jahr über. Also können die Leute einfach sich melden, da mitmachen, dabei sein, sich das mal anschauen. Kannst du da noch 2, 3 Sachen sagen? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne, weil einfach mal ausprobieren, vielleicht spricht es sich an, vielleicht ist es nichts für dich, die Menschen sind verschieden, es gibt ja so viele verschiedene Dinge, aber mach einfach etwas, das ist meine Anregung. Und wenn du mehr über ECAM erfahren möchtest, wir haben eine Internetseite, also wir haben über das Weltfriedensfestival eine Internetseite auf Deutsch, die heißt www.weltfriedensfestival.org. Vielleicht können wir sie dann noch zum Video dazu schreiben. Mhm, die kommt in die Shownotes rein, da können alle 3 einfach draufklicken. Genau, und dann können wir haben auch speziell jetzt für die Community, wo jeder eingeladen ist, einfach mal reinzuschauen. Und wir haben 4-mal in der Woche am Abend mit Treffen, haben wir Weisheit, wo wir lernen. Also es ist ein Lernen und Meditieren miteinander, wir haben so viele Sachen, die kostenfrei angeboten werden natürlich, aber auch Kurse, die dich wirklich in die Tiefe bringen auch. Und dieses Angebot findest du auch auf unserer Website www.soulsing.ch. Das schreiben wir dann auch am besten dazu, dass wenn du dich irgendwie davon angesprochen fühlst, schau einfach mal rein. Und wir freuen uns über jede Person, sei es öfters oder auch nur einmal im Weltfriedensfestival. Aber eines noch dazu sagen, das hört wirklich nicht nur an diesem Tag auf, es geht weiter. Nähre deinen inneren schönen Zustand von Frieden, nähre deine Beziehungen. Und vor allem nähre auch dich selber. Wunderschön, danke, danke. Ja, ich glaube, wir dürfen an jedem Tag mehr von dem tun, was uns gut tut und wo wir etwas Gutes verändern und weniger von dem, das uns eben nicht gut tut. Und das, um das zu erkennen, was uns gut tut und was nicht, müssen wir uns einfach diese Zeit nehmen, uns damit auseinanderzusetzen. Ja, Maggie, das machst du so ganz toll. Ich bin total begeistert, seit ich dich das erste Mal auf der Sanus-Live-Bühne gesehen habe. Weil du wirklich das Gute stärkst. Wir alle haben diese Herausforderung, aber du gehst immer auf das Gute auch. Es braucht so viel in deiner Arbeit, wenn du so viel siehst, dass du auch siehst, dass das Menschen sind, die eigene Verletzungen haben, die etwas tun. Und ich habe dich vom ersten Moment an bewundert, wie du das machst und deine Energie und alles. Und ich mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Und an euch alle, jeden Einzelnen, danke für das Geschenk, dass ich hier über meine Vision und meine Arbeit spreche. Durfte. Sehr gerne, liebe Doris. Ich finde es wunderschön. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich hoffe und ich denke, dass das wirklich alles, was du jetzt gesagt hast, also mich hat tief berührt und dass es alle Zuhörer heute auch wirklich erreichen kann. Vielleicht für einige ist es vielleicht nicht im jetzigen Zeitpunkt gedacht. Es kann immer so sein, wie du sagst, wir sind alle verschieden. Wir sind auch alle an einem unterschiedlichen Punkt in unserem Leben. Aber öffnet euch mal dafür. Ich kann es euch wirklich nur raten. Es ist wirklich schön und kannst so viel verändern. Danke, 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 liebe Doris, für deine Zeit heute und dafür, dass du uns hier geleitet hast, auch mit der Meditation. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und ich freue mich darauf, dass wir uns dann wieder mal live sehen. Das wäre mega schön, würde ich gerne mal umarmen. Ja, möchte ich auch, Maggie. Ich danke dir vielmals und ich wünsche dir auch alles, alles Gute und dem ganzen Sanus Live Team. Macht weiter mit dieser tollen Vision. Das ist so. Ja, ich stehe da voll dahinter. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Doris. Baba alle. Tschüss. Ciao. Danke.